Jo Leute, willkommen zurück zu Display Deponia. Ich muss jetzt mal gucken hier. Bei den letzten sagen, ich muss mal und ich geb's auf. Also. Ich muss mal. Mal gucken. Halt es bitte zurück. Ich hab den Boden gerade frisch gewischt. Ich geb's auf. Gut so, vorerst. So, jetzt Feuer. Feuer! Netter Versuch, Bursche. Aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Medizinischer Notfall. Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Lassen Sie mich raus. Raus? Lass... Okay. Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Gut, jetzt müssen wir gucken. Kann ich mich vielleicht selber irgendwie... Das ist auch so. Ja, mich selber umhauen kann ich leider nicht. Ich muss irgendwie dieses Ding hier anzünden. Nicht kleckern, sondern klopf ich persönlich. Wieso geht das nicht? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Das ist es. Ich Zismo geht in den Brandschutzmodus, wenn ich den Baum nur von hier aus erreichen könnte. Vielleicht kann ich mit dem Kaffee... Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Aber wo? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Die Sachen hier unten kann ich ja nicht nehmen. Vielleicht in das Polizeifach. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Ah, die Katze kann auf den Baum. Gut. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Hä? Also... Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz! 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 Frechheit siegt! Ach so, ich hätte jetzt gedacht, wir können den Baum entzünden. Gut, jetzt ist halt die Frage, wo wir hin müssen. Ah, erstmal, warte mal, hier oben sind welche. Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss Goal finden, bevor dieser Argus es tut. Es gibt, ich muss direkt vor zu Wenzel. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein, hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Okay, hier, das ist im Schrank. Goal! Schränken. Nur eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren.
Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Okay, jetzt bin ich hier im Keller. Wahrscheinlich kann ich hier jetzt noch zuschweißen. Das dauert so lange. Einen Trichter verkeilen? Nein, ich brauche etwas Stabileres. Was gibt's denn hier unten überhaupt alles? Nichts. Eine Wünscheroute. Was? Hm? Oha! Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Hussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, wo sind wir jetzt gelandet? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's! So, was ist hier? Der Horizont? Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitung. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Also gucken wir uns, weil das jetzt hier mitnehmen können. Mit Gold können wir quatschen. Hier können wir zum Kran. Also hier sind wir im Kran. Hier haben wir einen großen Trichter. Und hinten können wir zum Tunnel, zur Tunnelpassage. Ich gehe erstmal in den Kran. Och nö. Puh, das war ganz schön. Ach, er ist wieder draußen. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Ja, klasse. Hier können wir auf jeden Fall mal in den Kran gehen. Hm. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Genau. Das. Jetzt komm schon. Verdammt. So, was ist hier? Das geht nicht. Okay, also, okay, alles klar. Wir brauchen also jetzt einen Schraubenzieher, wie es aussieht. Was ist das? Ach, wir sind bei Kapitel 2, okay. Oh, jetzt habe ich jetzt gemacht, jetzt bin ich hier raus. Ach, nee. So, was haben wir hier? Wartungskasten? Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Die ist im Eimer. Weg damit. Das heißt, wir brauchen jetzt eine neue. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Immer noch nichts. Können wir hier vielleicht erstmal hingehen? Aber hier ist ja auch nicht groß was. Hm.
Und hier, da muss man kein, über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Das heißt, wir müssen das Minenfahrzeug holen und dann den Argol irgendwie reinbekommen. Dann gibt es wahrscheinlich hier hinten. Ja, dann gibt es wahrscheinlich hier. Oh ja. So, lass mal gucken. Was ist das hier? Ein Weichenstellkasten. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. Hier wäre auf jeden Fall das Minenfahrzeug. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Oh, hier ist gerade echt alles kaputt. Okay, das... Na super. Scheinwerfer. Was haben wir denn jetzt? Eine Minenlampe. Gut. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Ja, vielleicht findest du noch was Brauchbares, Mensch. Hier gibt's... Was ist hier oben? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Okay, wir kommen da also noch nicht hin. Da müssen wir uns denn wahrscheinlich unsere Glühlampe rein. Was geht hier? Oh. Huh, wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Tom-di-tom-di-tom. Geht doch nicht mehr alle beisammen? Ach, zu hoch. Vielleicht. Alter. Hier Skelett. Okay, also. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Das heißt, wir wollen erstmal einen Achtkanter. Hey, du! Du komm schon da runter. Ups! Ein Bein reicht mir. Ein Bein reicht mir. Die Eins haben wir. Haben wir ein Stück Knochen dabei? Erstmal alles abbauen, was hier... was geht. So, die kommt bestimmt da hinten hin. Den können wir erstmal reden. Mit dem Dog. Erstmal den Schnaps von ihm klauen. Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Hm, wenn's denn sein muss. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hä? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Jetzt haben wir erstmal wieder so einen Psychiaten, so ein Ich bin auch ein Bastler. Gefunden. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Erstmal alles durchfahren. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere.
Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Da machen wir bestimmt Astrein. Die Lampe für. Die haben wir ja schon. Ist es noch weit zur unteren... Nein, nein, super. Sie liegt genial. Gleich. Astrein. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Na, zumindest halt nach Tipps fragen. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Egal. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Gut, das kann ich jetzt mitnehmen. Ja, oh, das mal lieb. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Ja. Wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Nur ein Lappen dabei? Nö. Okay, Freunde, ich würde sagen, erstmal hier einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal wieder bei Deponia. Also, hau rein. Ciao.